Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier zum Stromwerk oder was das ist hier aufgemacht. Und das ist das Auto, womit wir gekommen sind, glaube ich. Ah nee, wir sind zu Fuß gekommen. Ich wünschte, ich könnte einfach wegfahren. Aber ich muss erst diesen Viruskanister für Professor McBride zurückbekommen. Ja. Parken nur für Mitarbeiter von Harwood Energy. Moment, da kann man noch hochgehen, da kann man weitergehen. Von wo kommen wir denn jetzt gerade? Wir sind von hier, glaube ich, gekommen, oder? Gehen wir mal eben da hoch. Ah. Das geht runter. Noch mehr große Industrierohre. Sieht so aus, als würde sich der Strom nicht von alleine erzeugen. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen im Wald pflücken. Sie könnten giftig sein oder so. Hallo, das ist kein Wald? Rohrliebhaber hätten ihre helle Freude an diesem Ort. Der Wasserpegel muss nach diesem Sturm ganz schön erhöht sein. Nun gut. Ich hätte schon Lust, das Multitool zu zücken und mal zu schauen, wie der ganze Kram hier funktioniert. Aber ich glaube, ich muss die Welt retten oder so. Ja, aber vielleicht schließt das eine das andere nicht aus. Ich meine, man weiß es nicht. Kann ich hier noch runter? Da unten ist auf jeden Fall noch was. Kleine Rohre. Auf jeden Fall geht er weiter. Das Röhrchen hier ist ja süß. Hallo! Man muss sich mal vorstellen, wie viel Wasser hier schon durchgekommen ist. Ja, ich will es, glaube ich, gar nicht. Ey, wieso? Hallo? Wieso kann ich das nicht anklicken? Wieso komme ich da ins Menü rein? Sauerei. Verdammt. Verdammt, okay. Na gut. Hinten rechts kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Oder? Na, ich bin mir nicht sicher. Das Licht ist an. Irgendjemand arbeitet wohl in der Spätschicht. Ja, wer das wohl sein wird, das werden wir wohl niemals erfahren. Ah, nee, oder? Jetzt geht er weiter. Aber das Bild verändert sich nicht, ne. Scheint hier sonst doch nichts mehr zu geben. Ach so, oh nein, ich muss da auch noch reinkommen, oder was? Oh, hatte der mir nicht irgendeinen Code gegeben oder so? Rohre scheinen hier eine wichtige Rolle zu spielen. Sieht so aus, als müsste man ein Passwort oder so eingeben. Keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Sicher? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, was das für ein Passwort ist. Vielleicht müssen wir aber auch nochmal mit ihm reden. Hatte er uns nicht irgendwas gesagt? Habe ich da irgendwas aufgeschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Kein Türgriff. Okay, aber was anderes können wir jetzt auch gerade nicht anklicken. Ah, das ist doch blöd. Also, wir versuchen nochmal mit dem Typen zu reden, im Diner. Ein Passwort. Wie kriege ich jetzt das Passwort da raus? Also, es sei denn, dass er mir das freiwillig gibt, natürlich. Was geht? Nicht viel. Ist dir klar, dass da draußen gerade eine komplette Farm keinen Strom hat? läuft nicht so gut ohne mich. Was, Ed? Ed? Ich bin Harper. Edwin, mein Kollege. Ach ja, ich erinnere mich. Er war nicht besonders nett zu dir. Ja. Tja. Wenn Ed Probleme hat, ist das Musik in meinen Ohren. Vielleicht solltest du einfach zurück an die Arbeit gehen. Auf keinen Fall. Weißt du, was sein letzter Witz war? Er hat das Zugangspasswort in eine Beleidigung geändert. Ich muss mich selbst beleidigen, bevor ich überhaupt ins Kraftwerk komme. Das ist ja wohl das Letzte. Okay. Also, das könnte jetzt zum Beispiel Esel sein. Oh mein Gott, ich habe hier überhaupt kein Papier mehr.
Hilfe, ich kann nichts mehr aufschreiben. Nehmen wir das hier. Das könnte jetzt zum Beispiel Esel sein. Ich schreibe mir das mal auf. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das eingetippt? Was war noch der neueste Streich deines Kollegen? Er hat das Zugangspasswort in eine Beleidigung geändert. Ich muss mich selbst beleidigen, bevor ich überhaupt ins Kraftwerk komme. Das ist ja wohl das Letzte. Wie war das mit deinem Kollegen nochmal? Er kritisiert mich die ganze Zeit. Nennt mich dumm. Einen Blödmann. Einen Trottel. Einen Vollidioten. Sagt mir, ich soll zur Hölle fahren. Macht sich über den Schnurrbart lustig. Nein, doch nicht über den Schnurrbart. Okay, dumm könnte es vielleicht auch noch sein. Dumm, Blödmann, Trottel, Vollidiot. Idiot wäre aber wahrscheinlich zu lange. Ich gehe jetzt mal von 4 Zahlen aus. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Die Frage ist, ob das schon ausreicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das schon ausreicht, dass wir da was eingeben können. Oder das reicht aus, also dass wir nur mit ihm einmal sprechen mussten jetzt, dass er das mit der Beleidigung sagt. Dass er dann sagt, okay, wir können das mal ausprobieren, wir tippen hier ein paar Beleidigungen ein oder so. Das hoffe ich zumindest, sagen wir es mal so. Ob das jetzt wirklich machbar ist, das werden wir jetzt sehen. Okay, perfekt. Also probieren wir mal Esel. Ach so. Nee, warte mal, denn den Buchstaben an sehe ich gerade. Muss ich das groß schreiben? Esel ist es nicht. Boah, ich hasse es, wenn der das nicht... Wie lange muss ich ihn warten, damit ich das nochmal drücken kann? Dumm auch nicht. Vollidiot vielleicht. Vollidiot. Auch nicht. Wie hieß denn der Typ? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich dann schreiben, sowas wie Edgar ist ein Trottel oder sowas? Oder vielleicht alle? Aber dann wäre das... Oder dummer Blödmann? Oh Gott, das kann alles sein. Ach, ich kann kein Ö schreiben. Ich werde mal ein paar Sachen noch weiter ausprobieren. Wenn das jetzt zu lange dauern sollte, dann cutte ich das mal raus. Was hatte ich noch? Trottel... Nein! Ernsthaft? Trottel war's. Was zum... Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Handwerker, genau. Harper Pendrell, Handwerker. Ich bin gekommen, um euer Kraftwerk zu reparieren. Was? Soll das ein Witz sein? Hat mein unterbelichteter Bruder dich geschickt? Dein Bruder? Nelson! Wenn er mir jetzt irgendwelche Dorfdeppen vorbeischickt, um mich zu nerven, geht dieser Penner zu weit! Moment mal. Nelson Wiley ist dein Bruder? Ich wusste es, genau. Nelson Wiley? Der lahme Lappen aus dem Diner? Ja, er ist mein Bruder. Aber er kommt ganz nach der katastrophal dämlichen Seite der Familie! Du hattest deinen Spaß.
Jetzt raus hier! Lass mich in Ruhe arbeiten! Wusstest du, dass bei einer Farm in der Nähe der Strom ausgefallen ist? Oh, ist das so? Und da dachtest du dir, du schaust mal vorbei und sagst mir, wie ich meine Arbeit machen soll? Das komplette Kraftwerk steht unter einem enormen Druck wegen dieses beschissenen Unwetters. Geplatzte Rohre, Überschwemmungen, der Wasserabfluss ist jenseits aller Toleranzen. Die Rohrleitungsanlage zu überwachen ist mehr als genug Arbeit für eine Person. Ich kann mich nicht nebenher noch mit der Verteilung beschäftigen. Das Verteilersystem ist Nelsons Aufgabe. Verdammt! Vielleicht könnte ich das Verteilersystem reparieren. Nicht in 1000 Jahren. Denkst du, ich lasse dich hier reinspazieren und hochkomplexe Maschinen bedienen? Ich würde lachen, wenn ich nicht gerade fuchsteufelswild werden würde! Was ist dein Problem mit Nelson? Mein Problem? Du hast offensichtlich keinen Bruder, der ein fauler, ungeschickter Ochse ist. Und dieser dämliche Schnurrbart. Er sagt, du denkst, du könntest den Job ohne ihn machen. Weißt du was? Ich werde den Job ohne ihn machen. Besser als die ganze Zeit hinter ihm aufräumen zu müssen. Welcher von euch ist der große Bruder? Was denkst du? Naja, ich weiß, wer der Breite ist. Ich bin der Ältere. Wusste ich's doch. Ihr beide seid schlimmer als Kain und Abel. Dich hätte ich nicht gerade für einen Bibelschüler gehalten. Bibelschüler? Ich meine die Profi-Wrestler. Na. Wohin führt die Tür da drüben? Zum Kraftwerksleitstand, wo mein nichtsnutziger Bruder gerade dieses verdammte Verteilersystem reparieren sollte! Warum gehst du nicht durch die Tür und reparierst das Verteilersystem selber? Warum gehst du nicht irgendjemand anderem auf die Nüsse? Ich bin beschäftigt! Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben, als er sagte, du wärst ein fieser Typ. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeiten, wenn du mit dem ganzen Druck hier zurechtkommen müsstest. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hau mal lieber ab. Gute Idee. Ach, sag bloß, der muss mal aufs Klo oder so. Der ist auch Kaffee am Trinken. Kommen wir da vielleicht durch? Sieht aus, als würde die Tür über das Panel an der Seite bedient. Dachte ich mir schon. Kaffee, Hebel. Geh da weg! Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Scheinbar nichts. Die Technik in diesem Raum ist so veraltet, ich fühle mich fast wie zu Hause. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Okay. Viel mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr, ne? Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Ja, anscheinend gar nichts. Upsa. Ich brauche keinen Wasserkraftwerkskaffee. Ich bin schon zittrig genug. Tja, Tür, Hebel, Panel. Was für eine Monstrosität. Anstelle von Edwin sollte Blofeld hier sitzen und eine Katze streicheln. Aber warum geht er nicht hier rein? Was glaubst du? Machst du da? Ach so, ja, das war das. Aber warum krieg ich ihn nicht abgelenkt? Was haben wir denn hier? Kaffee? Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Ach, ich wollte ja auch eigentlich die Sache mit dem Baum machen, ne? Ach so, nee, dafür musste ich ja erstmal das hier machen. Genau, das war's. Ja, keine Ahnung.
Multitool, Multitool, Multitool. Warum ist jetzt die Karte hier gerade aufgegangen, wenn ich aufs Multitool drücke? Was soll das? Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Ja, keine Ahnung, was soll ich das wissen? Aber wir müssen den irgendwie ablenken. Ich habe, meine ich, jetzt aber schon alle Kombinationen probiert. Na gut. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Okay. Die waren schon alle oben. Ich frag mich, was... Na gut. So war es, glaube ich, von Anfang an, ne? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Keine Ahnung. Ich müsste vielleicht nochmal mit dem Bruder sprechen. Oh, Moment. Da steht Videoüberwachung, aber ich sehe kein Bild. Wahrscheinlich hat der Sturm die Leitungen beschädigt. Was ist das für ein Zettel? Geht dich nichts an! Was ist das für ein Zettel? Geht dich nichts an! Das alte Ding sieht aus, als hätte es schon viel mitgemacht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, vieles hier ergibt keinen Sinn. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir das Messer und erstechen ihn. Leute zu erstechen wird mich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ja, das war auch nur ein Scherz. Okay. Aber hier können wir ja sonst nichts mehr machen. Oder können wir irgendwas hier mit den Rohren machen? Hier sind eine Menge Rohre. Scheint in Betrieb, aber nicht sonderlich gut gewartet zu sein. Und oben war auch nichts. Lieber nicht. Ich wünschte, ich könnte einfach weg, aber ich muss... Ich glaube zwar nicht, dass er da irgendwie eine Idee hat, wie ich den ablenken kann. Aber die Folge ist jetzt auch schon wieder fast rum, deswegen... Ich würde da schon gerne eine Antwort drauf kriegen. Was geht? Nicht viel. Du hast mir nicht gesagt, dass der gute alte Ed dein Bruder ist. Das ist er. Also hast du ihn getroffen? Hat er dich beschimpft? Ja, schon. Hab's dir doch gesagt. Ich hasse ihn. Warum begraben Ed und du nicht das Kriegsbeil? Glaubst du, ich krieche zurück zu ihm? Nach all den Beschimpfungen und Beleidigungen? Auf gar keinen Fall. Ich meine, natürlich hätte ich gern meinen Job zurück. Aber ich habe meine Würde. Würdest du Ed vergeben und zurück an die Arbeit gehen, wenn er sich bei dir entschuldigt? Soll das ein Scherz sein? Ed würde sich niemals entschuldigen. Er ist viel zu stolz. Er wartet darauf, dass ich einknicke. Aber das kann er vergessen. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Wir können ihm aber auch nicht beweisen. Oder das faken. Hallöchen. Dass er sich Hallo, entschuldigt, Schätzchen. Oder? Was kann ich für dich tun? Essen, Geräusch. Ich habe eine Frage zu Colonel Jervis. Worum geht's, Schätzchen? Das hatten wir schon alles. Lass uns über was anderes reden. Cardero ist ein großer Cupcake-Fan, richtig? Er mag meine Spezial-Bio-Cupcakes. Er ist sehr wählerisch. Ist nur Bio. Deshalb mache ich immer ein paar von meinen speziellen Nischt-Törtchen für ihn. Nischt-Törtchen? Törtchen mit absolut Nischt-Gutem drin. Aber sie machen Cardero glücklich. Und das macht mich glücklich. Tja. Wegen dieses Geräuschs im Wald... Klang das Geräusch nochmal? Kannst du es nochmal beschreiben? Es fing an mit einem lauten Knall, so wie eine Fehlzündung oder sowas. Könnten es Schüsse von Jägern gewesen sein? Ich weiß, wie Schüsse... Ich habe genug... Könnte ich etwas zu essen bekommen? Ich fühle mich, als hätte ich... Da bist du hier, genau.
Ach so, ich kann jetzt nur noch das Klar, nehmen? Klar, warum nicht? Welche Soße möchtest du dazu? Welche gibt's denn? Klassischer. Gib mir die super scharfe. Ja gut, die hat sie ja wahrscheinlich immer noch nicht. Gib mir die super scharfe. Tut mir leid, Chef. Such dir eine andere. Rote, überraschend milde. Ich nehme die Buffalo. Danke. Ich weiß nicht, also ich. Das macht dann bitte $4.90. Ach so. Okay. Ups, ich wollte gerade ohne Essen gehen. Run das Autoschlüssel. Bringt mir aber auch nichts, wenn ich den nicht mitnehmen kann. Ja. Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir mit der Rangerin da nochmal reden können. Ob wir ihm was zu essen geben können vielleicht. Kann ja auch sein. Kann man das zusammen machen? Das kann ich nicht machen. Okay. Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Hallo? Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er... Wow! Du hättest auch keine Zeit für nettig, und zwar im wahrsten... Warum gehst du nicht... Ich bin Ich schau mal lieber... Gute Idee! Was ist das für ein Zettel? Geht dich nichts an! Ich habe auch keine Lupe oder sowas dabei, ne? Was ist das für ein Zettel? Geht dich nichts an! Also meine Idee war ja, dass wir irgendwie was machen können mit einem Kaffee oder sowas, aber... Das funktioniert so nicht. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Was weiß ich denn? Kaffee. Wahrscheinlich machen sie hier viele Nachtschichten. Ich brauche kein Wasser. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Kraftwerksleitstand. Da wird's vermutlich spannend. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass das irgendwas mit den Hebeln zu tun hat. Das Problem ist nur, hatten wir schon mal alle Hebel oben eigentlich? Okay. Das bringt auch nichts. Die Technik in diesem Raum ist so veraltet, ich fühle mich fast wie zu Hause. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn das irgendwie funktionieren sollte, dass das dann jetzt hier irgendeine Bewandtnis hat. Also dass man jetzt nicht extra noch rausgehen muss, sich das alles angucken muss oder irgendwas, sondern dass man dann hier schon herausbekommt, dass irgendwas passiert ist. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht müssen wir ja mit ihm sprechen. Oder? Ich glaube, die Videoüberwachung ist hinüber. Gut zu wissen, dass unsere Kraftwerke mit so hochmoderner Technologie betrieben werden. Hochmoderne Technologie, so. Tja, hat das irgendwas mit den Bildern vielleicht zu tun? Kann auch nicht sein. Die Autoschlüssel bekommen wir auch nicht. Woanders können wir auch nicht mit den Sachen hin, ne? Das eine kriege ich noch nicht weggezogen. Weil dafür müsste ich das hier machen. Kein guter Radioempfang. Ich sollte es mal an einer höher gelegenen Stelle probieren. Naja. Wir haben die Hütte, wir haben die Farm. Bei der Farm kommen wir aber nicht weiter. Haben wir das schon mal? Ach so, da kann ich... Ach, da muss ich nicht immer rauslaufen. Ach, ich habe da jetzt aus Versehen nur drauf gedrückt gerade. Aber das ist cool, das ist gut zu wissen.
Haben wir mit der Rhonda, hieß sie, glaube ich, oder? Ja, Rhonda. Haben wir mit der jetzt nochmal über die Bilder gesprochen, seitdem wir weg waren? Weißt du etwas über das Symbol auf den Gemälden? Nein, nicht so richtig. Caderos Arbeit ist voll mit Symbolismus und versteckten Botschaften. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wenn er anfängt, darüber zu reden. Aber ich liebe es, wenn er so leidenschaftlich erzählt. Aber jetzt ist das weg. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Aber er sagt auch nichts mehr zu den Bildern. Da war die Option, glaube ich, gar nicht mehr drin. Ne? Nicht viel. Ich schau mal ab. Bis später. Ja, okay, wir haben gar keine Option mehr. Okay. Ob wir vielleicht nochmal mit ihr drüber reden sollen? Weil irgendwie lässt mich das Ganze nicht los, dass wir eventuell was anderes erstmal machen müssen. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Können wir dein Auto benutzen, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen? Wie groß ist der Baum? Ziemlich groß. Vergiss es. Du musst nach einem... Okay, da haben wir auf jeden Fall auch keine andere Option mehr. Wiedersehen. Das sind Auszeichnungen und so weiter, die haben wir uns aber alle schon mal angeguckt. Tja. Da oben kommen wir nur mit dem Baum hin. Hier können wir auch nichts anderes machen, ne? Hallo? Keine Besucher! Warum so unsozial? Keine Freunde, keine Feinde, keine Besucher! Sie sind nicht gerade sehr höflich. Fremde nicht willkommen! Mach auf, du durchgedrehter Hinterwäldler! Verschwinde! Kann ich reinkommen? Nein! Keine Besucher! Verschwinde! Ich muss mit Ihnen reden. Zu beschäftigt! Auf Wiedersehen! Warum so unsozial? Na, jetzt wieder anfangen. Keine Freunde, keine Feinde, keine Besucher! Na gut, ich merke, wenn ich nicht erwünscht bin. Bis später. Der Bunker sieht ziemlich sicher aus. An so einen Ort würde man gehen, wenn die Welt untergeht. Vielleicht ist Caldero nicht so verrückt, wie die Leute sagen. Tja. Ich kann kaum glauben, dass Caldero ganz alleine hier draußen lebt. Allerdings ist es nicht so viel anders als zu Hause in Yelltown. Nur besser gerüstet für die russische Invasion. Russische Invasion? Kann man alles nicht ansehen, ne? Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also da oben die Sachen, die können wir auch nicht machen. Es muss doch irgendwie, muss das mit den Hebeln, denke ich mir mal, zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Oder wir müssen vielleicht vorher irgendetwas anderes machen. Das kann natürlich auch sein. Ein bitteres Ende für einen stolzen Zaun. Dieser Wald ist voll mit Ästen, Laub und die Leute sagen... Ganz schön finster hier draußen. Ziemlich beängstigender Ort. Sieht wie ein weiteres altes... Aber das hier wurde mit... Tja. Was? Nee, das waren die Äste, ne?
Ich krieg das mysteriöse Signal hier nicht rein. Tja, das Einzige, wo wir tatsächlich jetzt noch irgendwas machen könnten, oder auch eben nicht. Ah, Moment, oder können wir da noch hochgehen? Was ist denn, wenn wir die Hebel bedienen? Dieses ganze Wasser, es sieht so friedlich aus von hier oben. Absolutes Badeverbot. Noch mehr große Industrierohre. Sieht so aus, als würde sich der Strom nicht von alleine erzeugen. Rohrliebhaber hätten ihre Helle. Der Wasserpegel muss nach diesem Sturm ganz schön erhöht sein. Ich denke mal, dass wir irgendwas reparieren müssen oder so. Ich probiere jetzt nochmal eine letzte Sache aus und ansonsten, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Dann brauche ich erstmal eine Denkpause, glaube ich, weil, ja. Wenn wir jetzt die Hebel beispielsweise alle runter machen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Okay. Ich denke nicht, dass das irgendwas mit dem Wasser zu tun hat, aber ich schaue mir das trotzdem mal kurz an. Ja, es ist genau der gleiche Stand wie vorher auch. Und da ändert sich auch nichts. Hallo? Hab ich nicht gesagt. Vielleicht den du willst mir einen Gefallen tun. Wow. Du hättest und zwar. Warum gehst du nicht durch die Tür und. Warum? Ich bin beschäftigt. Ich schau mal lieber ab. Gute Idee. Also ich denke, dass das irgendwas vielleicht mit dem Zettel zu tun haben könnte. Oder ich denke, dass das irgendwas mit. Das will ich nicht schneiden. Ja, ich jetzt schon gerne. Ich wüsste halt gerne, was da drauf steht. Mit der Kaffeemaschine weiß ich nicht, ob es damit irgendwas zu tun haben kann, dass man ihn da. Aber er sagt ja nichts anderes. Das ist das Problem. Hey, Hohlkopf! Geh da weg! Was glaubst du, machst du da? Hey, Hohlkopf! Ja, da fängt das dann wieder von vorne an. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt hier mit diesen Hebeln zusammen, aber meines Wissens nach habe ich die jetzt alle schon mal probiert umzustellen. Was beim für eine Terminal Monstrosität. Kommt auch nichts. Anstelle von Edwin sollte Blofeld hier sitzen und eine Katze streicheln. Ich verstehe auch nicht, warum man mit ihm da nicht mehr reden kann oder irgendetwas fragen kann oder so. Also wie gesagt, mein Kopf raucht gerade auch ziemlich, deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten muss ich nochmal alle, obwohl ich das ja gerade probiert habe, ne, alle Orte nochmal abzulaufen, alle Sachen anschauen. Die Sachen können wir auch nicht benutzen. Essen oder trinken kann ich ihm auch nicht geben. Tja. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade aktuell wirklich nicht. Bei mir ist gerade gähnende Leere im Kopf. Ich hoffe, dass sich das in der nächsten Folge ändert. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!